Hi, ich bin der Günther. Ich habe aus Versehen das Aufnahmefenster verschoben. Schon wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deltarune. Wir sind derzeit im Cyberfield, haben letztes Mal einen Bosskampf hinter uns gebracht, bei dem anscheinend gescriptet war, dass man verkackt. Stimmt, der Typ war ja der, der uns die ganze Zeit angegriffen hat. Mit den drei an der Seite haben wir uns letztes Mal vertragen und... Sheesh! Ein Feuerwerk, Sekunde, so. Nice! Wie der Hintergrund so reingefadet ist, fand ich echt cool, muss ich sagen. Irgendwo müssen wir auch noch ein komisches blaues Häkchen finden. Oh, jetzt kann man in die Stadt. Das ist derselbe Ort, wie wir schon waren. Was aber auch heißt, wir haben irgendwo hier was verpasst. Und wait a minute. Hier? Nee, sogar erst eins? Aber bin ich gerade blöd? Hat nicht ursprünglich der Typ, den wir jetzt, mit dem wir uns angefreundet haben, die Dinger geschmissen? Hier unten war das eine von den Dingern und ich bin immer noch fast tot. Oh, das war der falsche. Und yay. Falsch, wir machen es so rum. An den da unten, das hat mir ja zumindest ein bisschen gejuckt. Ich spiele echt nicht gut im Moment. Ja, hier war das eine blaue Ding, was wir schon hatten. Das Scheißteil folgt uns. Ich will nämlich eigentlich nicht kämpfen. So, eins von den Viechern ist weg. So, dann machen wir das. 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 Und gewonnen. Ich frage mich aber echt, wo wir das Zeug alles verpasst haben sollen. Ich kann mir echt nur vorstellen, hier. Da braucht man alle. Das ist echt schwierig, die Challenge. Da oben muss was sein. Der richtige Weg war einfacher. Ja, Digga, da will ich mich jetzt aber auch verteidigen. What the fuck? Seht ihr das? Man erkennt da doch null, ob das vorne oder hinten ist, wenn es an den Seiten klebt. Wow, das war jetzt geschenkt. Was? Ich kann doch jetzt nicht. Ah, ich hab falsch begonnen. Gott, dieses Rätsel. Und das ist ein blaues Ding. Bra, Digga, und das dritte? Wenn das nicht
hier in der Mitte bei dem Ding ist, habe ich echt keine Ahnung. Hier halt. Das waren 16 und ich hab's first tried. Und da ist das Ding. Als ob ich das Schwerste als einziges first tried hab da. Aber ich beschwer mich nicht, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich wurde im ganzen Run noch nicht auf der Overworld gehittet. So, und jetzt habe ich die drei blauen Dinger gefunden. Du hast alle drei? Krass, ich werde jetzt in eurer Stadt leben. Vielleicht werden wir uns irgendwann in der Queen Mansion nochmal treffen. Aber in der Zwischenzeit gönnt euch das. Null Feuerwerk. Mit unseren Gesichtern. Sheesh. So, und jetzt gehen wir dann wohl in Richtung der Stadt. Hier ist der Shop, wo die drei Leute hier abchillen, mit denen wir uns angefreundet haben. Ja, der Safe Fields. Sehr gut. Yo, was geht? Erstmal, was habt ihr so? So. Ich rüste erstmal aus, dann können wir nochmal reden. Weil ich denke mal, okay, ich weiß gar nicht, ob wir reden müssen. Wir können, glaube ich, auch einfach weitergehen. Das ist das größte Problem an der Facecam, dass ich zum Beispiel den Weg da übersehen könnte an der Seite. Annoying. Nice. Wir sind jetzt nervig. Schlechte Idee. Und für dich haben wir zwar keine Waffe, aber noch ein Glowrist. So, damit haben wir noch mal ein bisschen Power in unsere Gruppe geholt. Queen. Queen war nicht immer so. Doch. Aber sie ist nur schlimmer geworden. Diese Dark Fountain hat sie halt einfach verrückt gemacht. Ritter dies, Ritter das, Fountain das. Ich meine, was will dieser Ritter eben damit? Keine Ahnung. Sie war nicht immer so scheiße. Sie hat mir manchmal Süßigkeiten gegeben. Hä? Mir nicht? Du hast sie Hot Mama genannt, Captain. Ja, ist es falsch? Ich mein, KK, hilf mir. KK, was denkst du? Hä, ich? Ich mag Süßigkeiten. Ja, ich werde nicht jeden Text hier machen. Ich rechne ehrlich gesagt eh damit, dass wir noch einen zweiten Run von dem Game machen. Vielleicht rede ich dann mal genauer mit denen. Ich habe aber tatsächlich schon eigentlich einen Genocide-Run geplant. Also, wenn wir Pacify haben, können wir den unteren schon mal. Ich kann entweder den mit dem Kabel... Ja, machen wir den mit dem Kabel erstmal weg. Ich hätte auch die Katze wegmachen können. Okay, die Attacke von dem Viech da unten ist deutlich angenehmer, wenn es allein ist. Ah, da müssen alle zusammenarbeiten, mache ich jetzt mal nicht, sondern ich will erstmal auch das Viech weg haben. Ich bin jetzt zumindest davon ausgegangen, dass einmal normal mit einem... Oh, das hätte tatsächlich gereicht. Warum zur Hölle sollte man die Option... Okay, die Option mit allen ist gegen mehrere von den Dingern, schätze ich. Und ich muss nochmal darunter, um mit dem NPC zu sprechen.
was auch immer das ist, ein Item. Prozent, 80 HP, 2 mal. Und das Ding. So. Scheiße, dann laufen wir gleich nochmal da lang. Und war hier nicht gerade noch ein NPC? Okay, wahrscheinlich wollte der irgendwas sagen in Richtung wegen dem Kabeltypen. Ja, Digga, das ist mein Kumpel oder so ein Bullshit. Soll ich euch beim Saven helfen? Nein, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Perfekt. Da ist der NPC halt weg hier unten, der eine kackt drauf. Wir machen weiter. Und gehen weiter. Den kann ich nicht bekämpfen anscheinend. Ach, mal wieder ein Overworld-Dodging-Game. Ich wollte gerade sagen, da steht doch Schatz. Oh, jetzt verstehe ich das Game hier erst. Oh, schade, wurde ich mal gehittet. Ja, die müssen hier auf das richtige Schild schießen. Ich habe da am Anfang ehrlich gesagt null drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. War hier oben zu? Kann sein. Och, du willst nicht flachsen. Ich hab's geschafft. Aber wait, wenn man es nicht geschafft hätte, wäre man dann hier einfach umgebracht worden, oder was? Ragger 2, eine Waffe. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein sollte das Spiel gerade. Ragger 2 kann nur... Ja, das erhöht meinen Angriff, aber senkt meine Magie ein bisschen. Ich mach's. Oh, Sternhimmel-Hintergrund. Und was geht hier ab? Ey, was sind das für Dinger? Sieht aus, als wenn wir... die könnten uns zur Fontäne bringen, wenn wir mit ihnen fahren. Echt, abgeh... Oh. Genug generischen Kinder. Ich hatte bisher Gnade, aber jetzt ist es Zeit für... Eure Gefangenschaft. Lasst die Kapseln fallen. Du hast verfehlt. Das, war taktisch. Es kalibrieren. Also versuchst du es jetzt nochmal, oder? Nein, ich habe nur 4 von den Dingern. Limau. Limau. Okay, warte. Ich habe einen kleinen Plot-Twist. Komm dran, meine Sklaven. Sorry, ich konnte nicht Nein sagen. Was? Hi, Susi, wie geht's? Okay, denk ich. Ich mag deinen Achterbahnwagen. Ich deinen auch? Danke. Ah. Okay, das funktioniert nicht. Bringt den anderen ran. Der Keck. Keine Angst. Ich bin krass. Ich werde dein Ritter in dunkler Rüstung sein. Birdly? Du hast Birdly auf dein Team geholt. Ich hab ihn nicht gefragt. Ich hab ihn nicht gefragt. Ich hab ihn nicht gefragt. Ich bin Lord Birdly, ihr Simpletons. Und bald bin ich Superlord. Was heißt das?
I don't know. I think. Ich mag Queen als Charakter einfach nur wegen diesen scheiß Texten im Gesicht. Ich hab keine Ahnung, macht mit. Ihr seht, dank der Queen, wir werden die Welt regieren und wir werden alle schlau werden. Ich mach komische Metaphern und sag Wörter, die keiner hat. Unsere Kraft, der Licht-Nerd-Kraft. Meinst du Lichten-Person? Nee, die Queen hat Light-Nerds gesagt. Ja, das hab ich. Birdly, die Queen manipuliert dich. Das hat sie mir gesagt, würdest du sagen. Das hab ich auch. Also, Chris, muss sagen, ich hab Mitleid mit dir. Anders als Susi habe ich in dir immer Potenzial gesehen. Tritt uns bei und vielleicht darfst du die königliche Toilette schrubben. Nein. Ich hab mir schon gedacht, dass du niemals viel erreichen wirst. Naja, wenn ihr eure Unterlegenheit wirklich beweisen wollt. Okay, echt jetzt? Wir haben jetzt ein Battle auf der Achterbahn. What the fuck ist dein Problem, Junge? Okay, wenn wir einfach das ein paar Mal machen, machen wir seinen Wagen gut kaputt. Also Chris, ich weiß, dass du hier müde davon bist, immer nur Platz 3 im Kurs zu sein hinter mir und Noel. Auf Deutsch, der Typ ist mehr als nur ein fucking Streber, der ist literally abhängig von Intellektualität. Ui, machen wir seinen Wagen kaputt. Deswegen, anstatt zu lernen, willst du, dass Susi uns kaputt macht. Oh Gott. Ich hab nicht mit diesem Zeug, was danach noch kommt, gerechnet. Sag ich, wie es ist. Ja, aber wir stellen uns bisher gut an. Ich mein, dass du mit dem Dreck in der Klasse spielst, Chris. Was ist mit dir, du Fetter? Was ist dieser Charakter? Warum ist er auf einmal hier? Warum ist der ein Boss? Warum hat der Relevanz? Ich reihe nicht, warum der? Aber du kannst uns beitreten. Vielleicht bist du dann ein bisschen weniger Abstand Nummer 3. Der Angriff war ekelhaft. Keine Ahnung, ich komme nicht auf den Angriff klar. Ja, es wird eh reichen, wenn ich zack, bam, bam. Und heil mal Susi. Kommt der Heal überhaupt raus? Glaub nicht. Nein. Warte, mein Wagen ist... Was? Das ist unfair. Meine Queen, rette mich. Okay, er ist tot. Ha, funny. Eine Minute. Hallo, ich hab ein paar neue Updates für euch. Wisst ihr, diese Achterbahn ist eigentlich noch nicht ganz fertig. Was? Schmerzen. Ah. Was heißt das? Und ich sehe gerade, ist die Facecam frozen. Oh Gott, die Facecam ist frozen. Test, ich hoffe, dass die Aufnahme abgesehen von der Facecam für die letzten Minuten geklappt hat, aber auf jeden Fall versuchen wir es jetzt wieder. Der Müll hat uns anscheinend gerettet. Kommt. Yep. Wer ist jetzt König des Mülls?
Du nicht. Au. Susi, alles okay? Ich. Au. Och, ist das dein Ernst? Sicher, dass du nicht willst, dass ich guck? Worauf? Was zum Fick machst? Sag mal, willst du mich verarschen, ob ich mich besser fühle? Also ich fühle mich nicht schlechter, sag ich mal. Wie machst du das? Das Heilzeug. Oh, Heilmagie, das ist einfach, jeder kann das machen. Ich könnte es dir beibringen, wenn du interessiert bist. Frag mich nochmal, wenn's irgendwie Innereien zum Explodieren bringt. Aber, wenn du willst, könnte ich's lernen, schätze ich. Dann müsstest du nicht mich damit nerven, verstehst du? Okay, nächstes Mal, wenn wir eine Pause haben. Lass uns gehen, Chris. Also, Susi wird langsam echt zum Allrounder-Charakter. Interesting. Die kann inzwischen auch acten. Sie wird dann wohl lernen zu heilen. Das sieht nach Secret Boss aus. Und ja. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Scheiße, ich habe gerade keine Ahnung, wie lange ich schon in der ersten Aufnahme war. Nubert! Ich lebe im Müll, weil jeder mich mag. Oh boy, ich bin Trashy. Wusstest du, dass ihr euer Inventar anpassen könnt? Mülltonnen wie ich können alles Mögliche halten. Zum Beispiel euer Lager, wenn ihr mehr als 12 Items habt. Nicht jetzt. Es war gerade irgendwie ein emotionaler Moment. Oh, okay. Oh Gott, ist das Nubert da drüben? Ja. Ich verstehe, warum du Nubert feierst. Ah, ich kann immer noch nicht teleportieren, zumindest nicht hier. Übrigens, Chris, auch wenn du nur 12 Items rumtragen kannst, dein Lager wird das anders machen können, übrigens. Das ist eigentlich interessant, ja. Wir sind dann wohl in der Stadt. Die hat man auf den ersten Bildern gesehen, die von Chapter 2 veröffentlicht wurden. Hier ist eine Abzweigung. Chris, es sieht aus, als wäre es sinnvoll, vielleicht uns aufzuteilen. Mit wem willst du mitgehen? Ah, Susi. Hey, warum darf Chris aussuchen, Ralsei? Du kommst mit mir. Danke. Welcome to the city. Wir sind in der Stadt und ich habe gerade niemanden dabei. Katzenschild. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich... Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich glaube, die Folge wird länger als 10 Minuten gerade sein. Und wenn es halt nur 20 oder so sind, ist es mal eine kürzere. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Deltarune wieder. Bis dann und ciao.